Wie haben wir denn die Folgen? Ich weiß jetzt in 2 Wochen überhaupt nicht mehr, wie wir die Folge anfangen sollen. Wie haben wir das denn früher gemacht? Das machen andere Sendungen denn so? Ja, der Böhmermann zum Beispiel, der hat jetzt, wo er wieder da ist, einen Rap-Song rausgebracht. Ja, aber das ist es doch. Das ist doch unsere Chance, mal was Großes zu machen. Was richtig Großes. So wie die Großen. Oh ja. Nur noch größer. Oh ja. Ja, was Einzigartiges, was unseren Spirit hat, was den Leuten zeigt, wie Content auszusehen hat. Ich meine, wir haben 50 Folgen Erfahrung, da muss doch mal was bei rumkommen. Ja, sowas ganz Eigenes. Ja. Das fänd ich richtig gut. Sowas 1089-mäßiges. Ja, genau sowas. Nee, woher jemand sowas hat. Sie haben zwei Sie haben 2 Wochen geschwiegen. Doch jetzt sind die blassen, dünnen Jungen zurück und machen ihren Job. Das sind immer wieder, Digga, die schicken Fernsehficker. Klick, klick und lassen Daumen da. Und Kommentar lobt uns, Abo-Box tobt bei den Alten im Neuland-Seminar. Wir machen Gaming-Nerdkram endlich wieder lustig, pädagogisch wertlos und ziemlich schmutzig. Wir machen unseren Job und sitzen immer noch jeden Samstag im YouTube-Land. Schön weise im Anzug ohne rote Kreise und Clickbait-Scheiße. Du wickst auf deinen Bomben-Prank, für uns bist du eine Schande. Wir machen Affentanz und dann klickst out vor Harambe. Blasse, dünne Jungen kommen, Nerds mit Controller. Was ist das für eins nice Show vom Geilheitsfaktor her? Ruhm, Ruhm, Mr. Trashpacks Telefon vibriert. Blasse, dünne Jungen haben wieder mal rasiert. Blasse, dünne Jungen sind im YouTube-Land respected. Rundfunkbeitrag auch im Netz, wir so Challenge accepted. Blasse, dünne Jungen fahren Longboard und nicht Bus. Ein Algo muss red, was ein Algorithmus. Diese Woche fassen wir für euch zusammen, welche Titel wir in unserer Pause verpasst haben, klären euch über das Phänomen Exit Games auf und versuchen, eine Pizza per Drohne zu liefern. Herzlich willkommen zu 1080 Nerdscope und direkt am Anfang erstmal eine kurze Ansage. Eigentlich sollte heute noch ein weiteres Gamescom-Video kommen, aber wir wurden auf der Gamescom von anderen YouTubern bedroht. Unsere SD-Karten wurden geklaut und wir wurden fast geschlagen. Und weil das ganze Material auf den SD-Karten war, jetzt eben heute einfach eine normale Folge. Das ist Flo. Das da ist Frodo. Ja, das da ist Robin. Und um das zu verarbeiten, mussten wir natürlich erstmal in Urlaub fahren und haben da einiges verpasst. Aber ich habe mich immerhin am Strand gebräunt und Kabados gefahren. Ja, ich habe Path of Exile gespielt. Ich habe mir ein neues Tattoo stechen lassen. Ja, und während wir geurlaubt haben, sind natürlich trotzdem Spiele rausgekommen, wie zum Beispiel Deus Ex Mankind Divided oder World of Warcraft Legion. Und weil das wichtige Titel sind, die wir nicht auslassen dürfen, kommt jetzt hier unsere Zusammenfassung. Für alle, die den Aufruhr der letzten Wochen möglicherweise nicht nachvollziehen können, ja, Legion ist zwar nur ein neues Add-on für World of Warcraft, aber es ist die beste Erweiterung seit langer Zeit für das in die Jahre gekommene MMO. Warum? Weil Blizzard praktisch überall nachgebessert hat. Die Questzonen sind großartig designt und prall gefüllt mit Aufgaben. Viele alte Handlungsfäden werden aufgegriffen und in kleinen Zwischensequenzen erzählt. Die neuen Ordenshallen sind eine deutliche Verbesserung gegenüber den Garnisonen. Die Berufe wurden angepasst und wirken jetzt komplexer. Die Weltquests bringen Spannung ins Endgame und selbst am PvP wurde geschraubt. Mich hat das Fieber jedenfalls wieder vollends gepackt. Bei Deus Ex Mankind Divided sieht das Urteil etwas zwiegespaltener aus. Richtig toll ist, dass die Freiheit des Vorgängers wieder im Spiel ist. Wer ballern will, der tut das. Wer lieber hackt oder schleicht, der macht halt das. Allerdings sind viele Levels nun so aufgebaut, dass man um Gewalt kaum herumkommt. Die verdeckte Variante ist jedenfalls die deutlich kompliziertere, weil es längst nicht so viele Möglichkeiten für Hacker und Stealth-Agenten gibt wie im Vorgänger. Auch die Story bleibt ein größtenteils wirrer Verschwörungsbrei ohne echte Höhepunkte. Ich empfand Mankind Divided daher etwas schwächer als den Vorgänger. Und schließlich noch ein kleiner Indie-Tipp, den ihr vielleicht verpasst haben könntet. Abzu ist der erste Titel einer Gruppe ehemaliger Journey-Macher. Ihr erinnert euch sicher an das großartige Spiel mit dem kleinen Kerlchen in der Wüste, oder? Hier haben wir nun ein Spiel mit einem kleinen Kerlchen im Wasser. Ja, tatsächlich ähneln sich beide Spiele bis auf das Element, in dem sie angesiedelt sind, wie ein Ei dem anderen. Beide sind eher kryptisch aufgebaut und spielerisch beschränkt. Hier geht's eher um die Erfahrung als um komplexes Gameplay. Journey hatte dafür aber eine tolle Multiplayer-Komponente und den Überraschungseffekt auf seiner Seite. Beides fehlt Abzu aber leider. Ein gutes Spiel ist es aber trotzdem, wenn auch relativ kurz. Ja, das waren die Spiele, die wir bis jetzt verpasst haben, aber es gibt ja noch eine andere Art Spiel, über das wir bisher noch nicht geredet haben, nämlich Escape Rooms. Ja, und wie der Name verrät, handelt es sich dabei um Räume, aus denen man entkommen muss, und zwar ganz oft
im Real Life als so Real Life Adventure Game. Ja, das Spiel ist quasi so alt wie die Erfindung der Tür. Ja, okay, gut. Aber das heißt nicht, dass euch jetzt jemand einfach irgendwie ins Klo einsperrt und ihr klettert dann durch ein Fenster, um zu entkommen. Nein, meistens bauen die Leute dafür richtig geniale Settings, wie zum Beispiel mittelalterliche Burgen, Schlösser und Verliese oder ein Gefängnistrakt oder so ein unterirdisches Labor, alles sowas. Ja, und wie sich das in einem Adventure Game gehört, muss man dann Rätsel lösen, Hinweise finden, um irgendwie aus diesem Raum zu entkommen. Vielleicht gibt es einen Code, den man herausfinden muss, vielleicht muss man einen Schlüssel finden und oft hat man da nur 30 Minuten bis zu einer Stunde, um das Rätsel zu knacken. Wenn man das nicht schafft, dann verliert man das Spiel. Der erste Escape Room stammt übrigens von Jesus. Der hat allerdings aber auch 3 Tage gebraucht, um den Alter, zu lösen. Nicht dein Ernst. Wisst ihr was? Wir gucken uns jetzt einfach mal an, wie das eigentlich genau funktioniert. Ja. Viele von uns kennen das Konzept und die Rätselmechaniken hinter Escape Rooms schon, sei es aus den klassischen LucasArts Point-and-Click-Adventures, Alone in the Dark oder Spielen wie Myst. Aber inzwischen gibt es weitaus mehr Spielerfahrungen mit diesem Prinzip und 3 davon schauen wir uns heute an. Nummer 1. Live Escape Rooms. 2007 wurde das Konzept der Live Escape Rooms in Japan erfunden und in den folgenden Jahren schwappte der Erfolg über Budapest auch nach Europa. Inzwischen sind weltweit über 2800 solcher Räume registriert. Das Genre erlebte im letzten Jahr einen richtigen Hype, besonders auch als Teambuilding-Spiel für Unternehmen. Denn Teamarbeit unter großem Stress ist hier wichtig. Das Gefühl des Eingesperrtseins ist dabei entscheidender als das Ausbrechen, denn die Teilnehmer sollen ganz vom Spiel absorbiert werden, wie das eben auch bei einem Computerspiel ist. Dieses Phänomen ist auch psychologisch begründet. Durch das Eingeschlossensein entsteht eine Hyperkonzentration, die auch Kreativität freisetzt. Neben diesen Team-Challenges gibt es auch Räume, in denen man nicht nur gegen die Zeit, sondern auch gegen andere Teams antritt und die gleichen Rätsel schneller als die Gegner entschlüsseln muss. In unserem Fall mussten wir die Krone des Königs finden und einen König krönen. Und naja, lang lebe König Frodo. Lang lebe der König! Puh, wir haben es geschafft. Heiß ging's her. Wir haben die Welt gerettet im Hackers Room und die Königskrone ergattert und gefunden im Game of Crowns. Und jetzt wissen wir, warum das so ein Riesenhype ist, denn diese Real-Life-Escape-Games machen unendlich viel Spaß. Nummer 2. Escape Rooms als Brettspiel. Wer keine Lust hat, das Haus zu verlassen, kann sich selbst zu Hause einsperren und die Escape Rooms dort spielen, in Form eines Brettspiels. Auch hier müssen Rätsel gelöst werden, um einem Raum zu entfliehen. Hierfür erwarten uns ein Bild des Raumes, in dem unsere Spielfigur gefangen ist, diverse Rätsel und Hinweiskarten und eine Dekodierscheibe, mit der wir Codes entschlüsseln müssen, sowie eine Spielanleitung, die das Szenario beschreibt. Leider hat es in unserem Fall länger gedauert, die Spielanleitung zu lesen, als das Spiel zu spielen. Also wir haben jetzt 17 Minuten und 50 Sekunden knapp gebraucht, haben damit die absolute Bestwertung des Spiels erreicht und haben nicht einen einzigen Tipp benötigt. Und ich muss auch sagen, das Spiel ist viel zu kurz und viel zu leicht für meinen Geschmack als Erwachsener. Aber ich glaube tatsächlich, für Kinder bis zu einem bestimmten Alter ist das eine richtige Kopfnuss und richtig cool. Wenn ich glaube auch, ja. Wenn man da als Erwachsener immer mal nur so ein bisschen reingrätscht oder die halt mit den Tippkarten arbeiten, ich glaube, für Kinder ist das super. Nummer 3. VR-Escape Rooms. Mit Virtual Reality kann man Escape Rooms wieder zurück in die virtuelle Welt holen, ohne dabei die echte zu verlassen. Wir haben ein Spiel aus Berlin getestet. Ach du Scheiße. Oh shit. Okay, also, ich bin hier in einem kleinen Raum. Über mir kann ich wahrscheinlich entkommen. Kann man mit dem Keyboard irgendwas machen, außer es hier... Ich will Unreal Tournament spielen! Und auch die einzelnen Tasten, aber auch dieses haptische Feedback von der Vive, wie geil ist das? Oh! Es werde Licht! Aber ich hab noch mehr. 1, nice Physik, wie lustig ist das denn? Ich kann hier... Jetzt sind sie umgefallen. Wie geil ist das bitte? Hier mal reinzukriechen und dann mal hochzugucken. Aha! Warum tue ich mir das überhaupt an? Das ist total bescheuert. Ich meine, ich kann. Wie geil ist das bitte? Ich liebe VR. Das ist so geil. Lass mich raus! Hilfe! Ich wollte die Controller auf den Tisch legen. Oh lol, Alter, das ist ja so furchtbar cool. Ich hatte so viel Spaß, einfach Sachen zu nehmen und wegzuschmeißen und so. Es fühlt sich so gut an und es macht so viel Spaß. Also auch wenn ich das reale Exit Room Ding richtig geil fand, muss ich sagen,
dass diese Art von Spiel was ist, wo ich echt Bock hätte, einfach das jeden Tag zu Hause bei mir zu spielen. Ja, VR Escape Rooms ist definitiv was anderes, macht aber auch mindestens genauso viel Spaß wie richtige Escape Rooms. Und was man bedenken muss, das hier kostet, wenn man so eine Brille denn schon hat, 5 Euro. Das ist quasi geschenkt. So ein Escape Room kostet locker mal so um die 100 Euro. Das waren die unterschiedlichen Arten, wie man Escape Rooms spielen kann. Wir gehen jetzt zurück ins Studio, aus dem wir hoffentlich dann auch bald entkommen können. Ja, es ist wirklich einfach unfassbar krass zu sehen, wie sich dieser Spielefortschritt immer weiterentwickelt. Spiele am PC, Spiele in der digitalen Welt, Spiele am Küchentisch. Spiele am PC, die so tun, als wären sie am Küchentisch. Aber Spiele und Virtual Reality sind natürlich nicht das Einzige, was sich in unserer schnöden Welt weiterentwickelt. Nein, denn jetzt werden wir alle erhellt, leben in einer besseren Welt, denn Amazon bringt die Erfindung, auf die wir alle gewartet haben. Den Knopf. Und ihr wisst, ich liebe es, auf Knöpfe zu drücken. Ja, Amazon bringt jetzt auch in Deutschland den Knopf raus. Das ist ein Produkt, das kann man sich holen und das kann man sich dann irgendwo hinkleben, so ein kleines Ding. Zum Beispiel neben die Zahnpasta ins Bad. Und wenn die Zahnpasta dann leer ist, dann kann man den Knopf drücken und dann bestellt der Knopf neue Zahnpasta. Und der Knopf kann nichts machen, außer diese eine einprogrammierte Zahnpasta zu bestellen. What is my purpose? You pass. Der Zahnpasta, ganz ehrlich, das ist ja jetzt wirklich der Höhepunkt der Faulheit. Aber zeigt ja auch so ein bisschen, wie alles weiter automatisiert und digitalisiert wird. Wobei ich sagen muss, ich finde da den technologischen Fortschritt in Neuseeland ein bisschen interessanter. Denn da will der Pizzalieferant Domino's bis Ende des Jahres sämtliche Kunden per Drohne beliefern. Ja, jetzt muss man aber dazu sagen, dass Neuseeland aufgrund seines eigentlich stetig guten Wetters und vor allen Dingen auf seiner Rechtslage dafür perfekt geeignet ist, weil da halt jeder mit einer Drohne überall hinfliegen darf. Allerdings hat Domino's ja angekündigt, die Tests jetzt auch auf Deutschland auszuweiten. Ja, Jungs, und wie wir heute gelernt haben, ist 1080 Nerdscope den Großen immer einen Schritt voraus. Und während die ihre Tests noch planen, haben wir den Test schon mal durchgeführt. Sehen Sie hier, Pizza per Drohne. Pizzair! Genau. So, wir testen jetzt wirklich, wie das funktioniert, per Drohne eine Pizza zu liefern. Wir haben hier eine ganz normale Pizza und wir haben zwei unterschiedliche Drohnen. Die eine, so eine typische billige Drohne und einmal die teurere und die heißt Payload und soll angeblich in der Lage sein, auch wirklich Sachen zu tragen. Und ob das wirklich funktioniert, das probieren wir jetzt aus. Aber zuerst müssen wir die Drohne an die Pizza kleben. Aber wie sollen wir die sonst... Ist das nicht ein bisschen viel? Das soll ja auch kleben. Ja, was wird ja immer schwerer dadurch? Wir werden übrigens nie wieder was mit dieser Drohne transportieren können, außer Pizza. Also was Flo gebaut hat, kann ich mir vorstellen, das funktioniert. Hier wird es schwieriger, weil die Luft wird ja quasi nach unten verdrängt. Aber da kommt ja dann der Pizzakarton. Oder wir machen Löcher in den Pizzakarton und in die Pizza rein. Das ist dumm. Wir schnüren die jetzt an. Da ist eine Schnur und damit wird das jetzt befestigt. Gib mal das Ende der Schnur her. Und kommt von der Toilette. Ist das nicht der Myth, was das Effekt? So, wir gehen jetzt runter und es treten an Pizza Quattrocopti versus Pizza Pedroni. Da drüben ist ein Tisch, der sieht so aus, als könnte man da Pizza essen. Also erstes Ziel, Drohne mit Pizza auf dem Tisch. Immerhin bist du oben. Wir können diese Drohne auf jeden Fall einsetzen, um dem Pizzalieferanten das Tragen ein bisschen zu erleichtern. Meine Pizza ist da! Zweiter Versuch, zweite Befestigungsmöglichkeit mit Heißkleber. Und jetzt geht's ab mit der größeren Drohne. Geil! Das war episch! Ja, wunderbar. 1080 Pits Air kann losgehen. Ja, absolut. Tja, da seht ihr es. Es ist einfach Wahnsinn. Der technische Fortschritt, er schreitet unaufhörlich voran. So wie auch die Zeit. Und deshalb ist diese Folge 1080 Nerdscope für diese Woche schon wieder zu Ende. Ja, Jungs, was machen wir denn jetzt eigentlich nächste Woche im Intro? Wir können doch jetzt nicht jede Woche einen Rap-Song schreiben. Keine Ahnung. Wir könnten auf Kommentare eingehen. Das ist ja eine geile Idee. Ich finde das voll gut. Machen wir das, Olli? Ich kaufe mir jetzt einen Button, damit ich jede Woche einen neuen Kommentar bestellen kann. Hast du mit dem Button jetzt einen Button bestellt, der Kommentare bestellt? Ja. Gibt es eigentlich einen Button, der die Buttons nachbestellt? Jetzt mal im Ernst. Bestimmt. Ey, das ist eine Marktlücke. Buttonception. Und wenn man dann einmal drückt, wird dann der andere Button automatisch gedrückt? Kann man einen Button bestellen, wo man einen Typen bestellt, der einen Button drückt und den Button dazu? Der Master-Button. Wenn man so einen Durex-Button hat, ist es dann Surprise-Button-Sex?
Ich find's immer so gut, dass es einen Durex-Button gibt. Es ist so, du liegst neben dem Bett und dann so... Neben dem Bett. Robin liegt immer neben dem Bett. Hallo, ich weiß nicht, wo ihr Sex habt. Ich hab immer nur neben dem Bett. Und am Bett. Jeder wie er will.